Arisuka, die Stimme der Unvernunft. Und so rief das Ross die Jungfrau, welche sich in den Wirren ihrer eigenen Träume verlief, sich einzig und allein auf den Klang seiner metallischen Stimme fokussierte. Wein Lobol, bei den Menschen des Westens seht Ort auch weiße Pferde, erhabene und majestätische Geschöpfe, wahrscheinlich Abspaltung der Einhörner, siehe dort. In alter Volksvorstellung sollen die weißen Pferde magische Fähigkeiten besessen haben, welches ihnen ermöglichte zu sprechen, um so die Menschen in Zeiten des Sturms und der Verachtung auf den rechten Pfad zu leiten oder sie in die Dunkelheit zu führen. Vergleiche O de la Vega, Sagen und Erzählungen des Andervolkes. Clausus Popenscheid, Encyclopedia Fabulae, Band 15. Es war nass, dunkel. Er hatte keinerlei Orientierung. Dann sah er sie. Augen, welche durch die Dunkelheit blitzten, schlossen sich wie erloschene Sterne. »Atme, Mädchen, atme!« Sie reagierte nicht auf seine Rufe. Sie versank wie eine Erscheinung, waberte ihr weißes Kleid, welches den Bewegungen einer Fackel gleich in den Tiefen aufflammte. Er sah, wie sie in die unendliche Dunkelheit hinabglitt und immer winziger wurde. Er konnte sich nicht rühren, es kam ihm vor, als wäre er gefesselt von steinernen Schlingen. »Es tut mir leid, ich kann nicht!« Auch er schloss nun die Augen, atmete langsamer, bis alles um ihn herum verschwand und er sich augenblicklich auf einer Waldlichtung wiederfand. Die Lichtung war gesäumt von Erlen und wurde getränkt vom kalten Licht des Vollmondes. Er hörte Getrappel von Hufen, die mit dem Wind durch die Bäume fegten. In diesem Wind lag etwas, eine Stimme. Eine Stimme, die so seltsam klang, dass sie nicht von dieser Welt schien. »Suche die Antwort! Geh durch die Tür der Bewirtung!« Gekennzeichnet durch die in Rot flammenden Runen. Suche den Raum mit Satans Zahl. Dann wirst du die Wahrheit erkennen. Nichts als die Wahrheit wird dich mit ihren offenen Armen umfangen, dich mit Klarheit umschließen. Ich warte auf dich. Wie einer Sprungfeder gleich wachte Aromir schweißgebadet auf. Es war alles nur ein Traum. Da gibt es keine Dunkelheit, keine Stimme, die mich zu diesem Ort drängt. Es war alles nur ein Traum. Er suchte das Abort auf, um sich zu erleichtern, und wusch sich anschließend das Gesicht am, aus weißem Porzellan, mit Brokat verziertem Waschbecken. Als er in den Spiegel sah, nahm er hinter sich die Zeitung wahr, welche er seit gestern schon nach dem neuesten Klatsch und Tratsch durchforsten wollte. Dazu kam er am vorigen Tag nicht. Er musste Überstunden schieben, da sein Arbeitskollege und langjähriger Freund Sebastus Alsarin eine dicke Grippe ausbrütete. Wurde wieder ein Politiker ermordet? Haben sich wieder die Schönen und Reichen in ihrer Dekadenz gefunden oder verloren? Gab es wieder lohnende Rabattmarken für Rüben und sonstigen Tand? All diese Fragen konnten nur beantwortet werden, wenn er einen Blick in die nach Druckerschwerter riechenden Papiere warf, die »Das Blatt der Leute« genannt wurde. Er warf einen Blick hinein, nicht nur auf die Schlagzeilen. Er las alles, über die Politiker, die Schönen und Reichen und über die Rüben. Doch da las er etwas, was ihn erschrak, und zwar tief. »Hotel Rhein-Tied«, auch bekannt als der rennende Bade, soll nun endlich abgerissen werden. Dies verkündet nun der ehrenwerte Stadtrat von Banleike, hieß es dort. Er sah sich das Bild unter dem Artikel erneut an. Das kann nicht sein. Diese Tür, diese Schrift, mein Traum. Das ist doch Irrsinn. Das kann doch nicht stimmen. Aber was wenn doch? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Wie in jeder der älteren Erzählungen machte auch er sich auf eine Reise, mit dem Unterschied, dass Aromir keiner der klassischen Helden wie in den Sagen war und auch nicht wusste, was ihn dort erwarten würde. »Mist, diese verdammte Karre springt nicht an!« Dann eben zu Fuß. Schöne Scheiße.
fluchte er und setzte noch ein paar saftige Flüche in elfischer Rede obendrauf. Ein paar Blocks, Flüche auf Automobile und Blasen am Fuß später fand er das Hotel. Der rennende Bade. Na endlich. Was mich betrifft, bin ich ein rennender Idiot. Wieso mache ich das eigentlich? Jage ich hier echt den Wirren meiner Träume hinterher? Na schön. Dann bin ich nun endlich hier. Jetzt kehrt zu machen wäre schließlich auch nicht mehr lohnt. Blöde Pest. Murmelte er sich selber zu, um sich anschließend selber vorzuführen, wie dämlich es sei, zu sich selbst zu sprechen. Wie ein dunkler und bedrohlicher Berg lag das Hotel mit dem unpassenden Namen vor ihm. Er ging auf die ebenhölzerne Tür zu und nahm zwei gekreuzte Bänder mit der Aufschrift Crime Scene wahr. Das kümmerte ihn nach der beschwerlichen Reise um den Häuserblock nun auch nicht mehr. Als er die Bänder durchbrach, durch die Tür schritt und eine verkommene Eingangshalle betrat, nahm er einen heißen Atem in seinem Nacken wahr. Vor lauter Schock konnte er sich nicht wenden, um nachzusehen, wem denn so etwas Unangenehmes einfallen würde. »Das hast du gut gemacht«, schnaubte es hinter ihm. »Du bist meiner Einladung gefolgt, aber gefunden hast du mich noch nicht.« Aromir lief es kalt über den Rücken. Dennoch nahm er sich zusammen und ruckelte seinen Körper wie ein hängender Computer, welcher seine besten Tage schon überstanden hat, nach hinten. Dort war nichts, nur die offene Tür, welche die Absperrbänder zu Füßen lag. Aromir fasste sich wieder. Nach 5 tiefen Zügen an einer Zigarette, die einsam in einer dunklen Schachtel lag, erinnerte er sich wieder an die Tür des Raumes. 666, die Zahl des Teufels. Auch wenn er es immer noch für eine schlechte Idee hielt, fing er an, Stockwerk für Stockwerk des verfallenen Hotelkomplexes nach besagten Zimmer zu durchsuchen. Da der Fahrstuhl seit Jahrzehnten schon außer Betrieb war, blieb ihm nur die Treppe. Es waren steile Treppen, die bei jedem Schritt Aromirs Tribut und Schweiß forderten. Erschöpft kam er im 7. Stockwerk an, durchsuchte dieses wie alle anderen zuvor, auch nach der Tür mit der unheiligen Zahl. Er schien getrieben von Neugier, geradezu magisch angezogen von dem, was ihn hinter der Tür erwartete. Er fand die Tür. Sie sah genauso aus wie in seinen Träumen. Doch es wunderte ihn schon nicht mehr. Zu groß war seine Neugier, sein Drang nach dem Verborgenen. Er öffnete die Tür. Dort sah er es. Ein weiß schimmerndes Wesen, auf 4 Hufen, mit einer weißen Mähne. Es stand inmitten des Raumes. Es sang. Er verstand die Sprache des Gesangs nicht. Es klang melodisch. Aber er spürte die Bedeutung dieser Melodie. Die dunklen Augen des weißen Geschöpfs fokussierten sich auf ihn. Es schien ihm, als ob sie glänzten. In ihrem Glanz sah er das Mädchen aus seinen Träumen, wie es in der Schwärze der Augen versank. Aromir blieb ruhig. »Was bist du? Bist du eine Kelpie?« Das Wesen schüttelte leicht den Kopf, was für eine Verneinung andeuten sollte. »Eine Feinlobor?« Wieder schüttelte das weiße Geschöpf in Pferdegestalt den Kopf verneint und hob die Nüstern zu einem leichten Grinsen. »Nein!« Das kann nicht sein. Du bist ein... Immer höher zog das Wesen die Nüstern in die Höhe, bis die Schnauze ein teuflisches Grinsen hervorhob und nickte ihm zu. Du bist ein Nachtmarr. Endlich verstehst du es. Ich beherrsche deine Träume. Aber nun gehört mir dein Fleisch und dein Blut. Auf einmal änderte sich das Fell des Nachtmar in ein tiefes Schwarz und Drachenflügel wuchsen ihm auf dem Rücken. Die Augen färbten sich in ein gleißendes Rot und wirkten wie glühende Kohlen. Aromir zog sein Stilett und wollte zum Stich ausholen. Der Nachtmar war schneller. Er stieß ein grässliches, spitzes Wiehern aus, welches Aromir zu Boden warf. Die Bestie näherte sich langsam. Aromir rollte sich unter ein Sofa, welches von einem weißen Laken verdeckt war.
Ich finde dich so oder so. Es ist sinnlos, gegen mich anzukämpfen. Mit der teuflischen Schnauze riss das Ungeheuer das Laken vom Sofa. Doch diesmal war Aromir schneller. Er rollte hinter dem Sofa hervor, sprang auf, vollführte eine Drehung in der Luft und riss mit dem Stilett das linke Ohr der Bestie mit sich. Aber nur fast, denn der Nachtmar schlug mit den drachenartigen Schwingen hin und her und wirbelte den Staub auf. Er sah das Ungeheuer nicht mehr. Schnell suchte er nach der Tür des im Staub eingehüllten Zimmers und schirmte sich die Augen ab. Er musste sich beeilen. Auf einmal glühten die Augen aus der Dunkelheit hervor. Die Augen kamen auf ihn zu, begleitet von einem Traben und Wiehern. Aromir fand die Tür und flüchtete zum Treppenhaus. Der Nachtmar dicht auf seinen Fersen. Es war dunkel auf dem Flur. Jeder Schritt konnte gefährlich sein. Er konnte stolpern. Vor ihm leuchtete das Exit-Schild, welches auf das rettende Treppenhaus verwies. Hinter ihm die roten Augen des Ungeheuers. Er rannte um sein Leben, stürzte sich die Treppen hinunter wie ein Stabhochspringer bei der Landung. Stockwerk für Stockwerk. Tiefer und tiefer, immer den unangenehm heißen Atem des Monsters im Rücken. Schließlich kam er unten an. Da versuchte die Bestie ihn im Galopp den Kopf abzureißen. Aromir wich aus. Er wuchs auf der Straße auf, lernte zu überleben und zu kämpfen, wenn es sein musste. Er lernte gut und schnell. Schließlich hing sein Überleben davon ab. In diesem Moment der Hetzjagd, Mensch gegen Ungeheuer, gingen alle gelernten Schritte und Bewegungen wie von selbst. Er wich dem Biss der Schnauze aus, vollführte eine Pirouette und verpasste dem Vieh einen Hieb mit dem Stilett. Der Nachtmar wankte, ließ aber dennoch nicht von seiner Beute ab. Aromir preschte die Tür des Hotels hinaus, lief auf die Straße. »Du wirst mich nicht kriegen! Du bist bloß das Produkt meiner Fantasie! Ich werde nicht kampflos aufgeben, nicht wie das Mädchen!« Es dämmerte. Das geflügelte Biest erhob sich zum Himmel und setzte zum Sturzflug an. Aromir, nur mit einem kümmerlichen Stilett in seinen zittrigen Händen, ging in Position. Das Vieh schrie ihn an und er war wie gelähmt. Es schien für ihn gelaufen zu sein. »Verdammt! Ich bin gelähmt. Es ist gleich vorbei. Gleich zerreißt es mich. Ich werde sterben. Und dann wird meine Seele in die Dunkelheit hinabgleiten, wie dieses arme Mädchen. Es ist vorbei.« Er konnte mit letzter Kraft die Augenlider schließen, als dann plötzlich die ersten Sonnenstrahlen die in Dunkelheit getauchte Umgebung küssten. Der Nachtmar schrie auf. Es schien, als ob der Schein der Sonne ihn durchbohrte wie ein Speer. Sein Sturzflug endete in einer Bruchlandung, bei welcher er sich alle Extremitäten brach und durch das weitere Eindringen der Sonnenstrahlen zum Staub verpuffte. Aromir sah, wie das Monster sich auflöste und fasste sich wieder. Er atmete sehr stark, als ob er nach einer Ewigkeit des Tauchens nun endlich aus einer dunklen Tiefe auftaucht, um nach Luft zu schnappen. Der Tag brach an und Aromir fühlte sich endlich frei. Frei von Angst. Frei von ungesunder Neugier und frei von den Stimmen der Unvernunft.